So, die letzte Grundform, der wir uns immer wieder im echten Leben bedienen, ist der Zylinder. Beim Zylinder ist die Grundlage erstmal eine Ellipse und ein Rechteck. Eine Ellipse ist im Prinzip ein Kreis, dessen Betrachtungswinkel flacher ist. Das heißt, wir gucken hier theoretisch auf einen Kreis, aber wir gucken nicht wie hier direkt von oben drauf, sondern der Winkel ist geneigt. Dadurch verzerrt sich die Kreisform und wird zu einer Ellipse. Das kann ich nochmal demonstrieren. Hier ist der Winkel sehr flach. Es wird immer flacher und irgendwann wäre es quasi nur noch ein Strich. In der anderen Richtung wird es immer breiter und irgendwann ist es letztendlich ein Kreis. So, um einen Zylinder jetzt wirklich zeichnen zu können, müssen wir das Rechteck und die Ellipse verbinden. Ich kann jetzt einfach mal hier über das Rechteck eine Ellipse einzeichnen und hier unten gleich nochmal. Eine wichtige Regel lautet, dass diese Ellipse flacher ist als diese Ellipse. Das heißt, diese Ellipse ist etwas runder, aber nur etwas. Das hängt damit zusammen, dass sie weiter vom Auge entfernt ist und somit der Betrachtungswinkel, so wie hier, größer ist. Ich hoffe, das hat man verstanden. Also hier ist es flacher und hier wird es etwas runder, da es weiter vom Auge entfernt ist und wir somit mehr senkrecht drauf gucken als hier. Okay. Es gibt beim Zylinder immer eine Seite, die quasi offen ist. Das wäre diese Seite. Offen. Und eine Seite, die geschlossen ist. Das heißt, eine Seite, wo man die Ellipse nicht sieht. Das wäre diese Seite. Zu. Das gibt es wirklich immer und jetzt ist es natürlich langweilig, solche Zylinder zu zeichnen, die sehr statisch wirken. Man kann sich bei Zylindern auch der Perspektive natürlich bedienen. Zum Beispiel die nach hinten einfach ein bisschen verjüngen lassen. Hier würde die zweite Ellipse liegen, die wie gesagt meist etwas runder ist. So, das würden wir jetzt nicht sehen, das liegt quasi hinter dem Objekt. Fügen wir ein bisschen Schatten ein, damit das dynamischer, noch dynamischer aussieht. Ein paar Striche ran. Wunderbar. Und Zylinder findet man im Alltag auch sehr oft wieder, zum Beispiel ein Finger, ein Arm oder ähnliches. Also das heißt, im menschlichen Körper kann man sich am Zylinder immer hervorragend bedienen. Man kann auch dynamische Zylinder, die geschwungen sind, wunderbar zeichnen. Und da sieht man auch schon, dass es der Bewegung des menschlichen Körpers schon sehr nahe kommt. Ich kann hier jetzt auch mal spaßigshalber, weil es gerade so gut passt, einen Finger aus diesem Zylinder zeichnen. Das ist ein bisschen zu lang. So. Den Fingernagel, die Fingerkuppe. Und so wird auch deutlich,
Die Schraffur eines Fingers ist keine andere wie die des Zylinders. Und vergiss nicht, beim Schraffieren folge immer der Form, um diese Form nochmal zu unterstützen. Das heißt, zieh deine Striche so, dass sie die Form unterstützen. Ja, das waren die drei Grundformen, die du unbedingt beherrschen solltest. Ich hoffe, du hast alles soweit verstanden. Wenn nicht, guck dir die Videos einfach nochmal zwei, dreimal an. Und ganz wichtig, üb. Am besten gleich nebenan, lass das Video laufen und übe direkt mit mir mit. So machst du die besten Fortschritte und so verbesserst du dich auch eigentlich nur. Weil nur vom Video angucken kannst du dich natürlich nicht verbessern.